Herzlich willkommen zum Vortrag IT-Security oder Sicherheit. Erste Schritte, wie man ein System mit einfachen Dingen ein bisschen sicherer machen kann. Das ist jetzt kein High-Value-Vortrag, sondern das ist echt etwas, was man jedem beibringen kann und zeigen kann. Und es soll quasi eine Anleitung sein, wie wir unsere Eltern, Großeltern, Geschwister, die von IT und Sicherheit überhaupt keine Ahnung haben, hinbringen, dass sie doch ab und zu die Ratschläge befolgen. Zuerst zu meiner Person. Ich bin der Martin Maurer, verwende Linux schon seit gefühlt einer Ewigkeit. Beruflich bin ich Web Operations Engineer und hauptsächlich mit Servern zum Tor und kümmere mich auch da um die Sicherheit. Bin nebenbei noch Systemadministrator von einem Verein mit ungefähr 150 bis 200 Mitgliedern. Das wechselt ein bisschen pro Saison. Und dort habe ich die Aufgabe, dass ich Leuten zwischen 18 und 90 beibringe, die im Vorstand mitarbeiten, beibringen, wie kann man sicher mit unseren Mitgliedsdaten umgehen, was nicht immer das Einfachste ist. Man kann mich erreichen über Mastodon, also querendos@fostodon.org. Dort bin ich ab und zu anzufinden, anschreiben, fragen oder jetzt einfach dann bei Fragen mich anfragen. Gut. Die erste Frage bei der IT-Sicherheit soll man sich stellen, was will ich eigentlich schützen? Was ist es wert, dass ich das sicher habe? Und eins von den Sachen ist meine Identität. Das heißt, meine ID, Personalausweis, Pass, das sollte nicht irgendwo herumfliegen. Warum? Dazu komme ich dann gleich. Soziale Accounts. Wir wollen nicht, dass das Bild, das wir nach außen präsentieren wollen, irgendwer jetzt hackt und dann ein anderes Bild vermittelt. Finanzen, also Bankkonten, Kreditkarten. Ich möchte mal schon meine finanzielle Souveränität über mein Geld, das, was ich mir verdient habe, erhalten. Das sollte nicht irgendwo herumfliegen und irgendwie andere meine Bankkonten leerräumen. Und private Details. Jeder hat Sachen, die er nicht unbedingt preisgeben will der Allgemeinheit. Ja. Was kann ich befürchten? Identitätsdiebstahl. Es hat in den letzten Jahren hat es ein paar Mal den Fall gegeben, dass Leute sich per Online-Call für einen Job beworben haben. Dort ist auch ihr Reisepass als Fotografie neben ihrem Ausweis, neben dem Kopf zu sehen gewesen, weil sie wollten halt überprüfen auf die Identität. Und ein paar Monate später hat die Polizei bei denen geklopft. In ihrem Namen ist ein Bankkonten eröffnet worden und über die ist Geldwäsche betrieben worden. Und jetzt muss man sich halt einmal dann sicherstellen, dass man selber das Bankkonto nicht kehrt, weil es ist ja in meinem Namen passiert und mit meinem Reisepass. Account-Diebstahl. Ich will nicht, dass meine Internetpräsenz wie Instagram, YouTube oder sonst irgendwas auf einmal Meinungen vertreten werden, die ich nicht teile. Also, dass jemand das Zeug übernimmt und dann für mich spricht sozusagen. Und womöglich das genaue Gegenteil vertritt, was ich persönlich will. Und was auch wichtig ist bei so Account-Diebstahl, Mobbing und Schikanierung, das betrifft nicht nur uns oder erwachsene Leute, sondern das betrifft schon die kleinsten Kinder, die ersten, die was einen Instagram-Account haben. Wenn man sich vorstellt, dass ich habe ein paar Nichten, die eine ist 13, hat einen Instagram-Account und hat Snapchat. Ich will nicht, dass ihr das passiert, dass irgendjemand mit ihrem Instagram, Snapchat Schindluder betreibt und dann womöglich obszöne Bilder von ihr verteilt. Das ist einer von den Gründen, weshalb wir unsere Daten schützen wollen. Wenn man jetzt da anfängt, das erste ist einmal Passwörter. Für jeden Account muss ich ein Passwort anlegen. Und was ist da wichtig? Dass man wirklich für jeden Account ein eigenes Passwort anlegt. Wenn man die Möglichkeit hat, dass man seine E-Mail auch noch so umwandelt, also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel bei Gmail,
dass man sein Handle und dann ein Plus und dann zum Beispiel die Webseiten dazu nimmt. Wenn man das verwendet, dann hätten wir für jeden Account eine eigene E-Mail-Adresse und ein eigenes Passwort, oder man nimmt eine Wegwerfer-E-Mail-Adresse. Das ist ja etwas, wo man es schwerer macht, dass wenn einmal ein Passwort und eine E-Mail-Adresse irgendwo geklaut wird, dass man es dann wiederverwendet und ausprobiert, ob das Passwort, das was ich bei Instagram habe, bei Facebook, bei TikTok, was weiß ich was, ob das auch funktioniert. Eine Möglichkeit, wie man das Ganze merkt, weil wenn ich jetzt pro Account, und jeder von uns hat ein paar Accounts, machen kann, ist das Passwort im Browser sichern. Das ist eine Version, wenn man einen Browser hat, was weiß ich, Firefox, kann man den auf mehreren Geräten synchronisieren. Das funktioniert auch ganz gut und man hat zumindest seine Passwörter gesichert und kann so vorgeschlagene 30, 40 Zeichen langen Passwörter verwenden. Das, was man auch machen kann und das, was zum Beispiel meine Eltern verwenden, weil sie auch nicht alles nur jetzt mit dem Browser arbeiten, so ein Passwortbuch oder ein Passwortheftel verwenden, wo sie sich die Accounts einschreiben, E-Mail-Adresse, also die E-Mail-Adresse, mit der sie sich angemeldet haben, oder den Usernamen und das Passwort. Das ist eine einfache Methode, wie man online sicher ist, weil das ist ja offline. Und wie man sich die Accounts merkt. Und das kann man auch verwenden für nicht nur browsergestützte Sachen. Und natürlich am Passwortmanager, also das ist sozusagen die Lösung, die super funktioniert. Da gibt es Dutzende Varianten von KeePass angefangen bis Bitwarden oder kommerzielle Sachen. Hilft, hilft sehr, sehr gut, dass man sie automatisiert Passwörter anlegt, die Sachen ermerkt mit der Webseite, die man sie verwendet hat. Und der nächste Vorteil ist, beim Ausfüllen, der schaut sich an, welche Domain das war. Das heißt, wenn jetzt, was weiß ich, Facebook einmal mit OO geschrieben, bis kehrt und einmal Facebook mit einem Nuller drin, kann man auch verwenden. Das war dann eine Phishing-Seite, da springt der Passwortmanager nicht an, weil der halt nicht die Seite nicht kennt. Und ganz wichtig, nach Möglichkeit, wenn es der Account die Webseite anbietet, einen Multifaktor verwenden. Also entweder geht es dann auf ein Authentifizierungstool, das was man auf einem Telefon verwendet, oder man kann das auch im Passwortmanager speichern. Das hat zwei Philosophien, entweder man braucht wirklich ein zweites Gerät oder wie ich es für mich mache, ich möchte halt meinen zweiten Faktor verwenden, aber bin zu faul, dass ich jedes Mal mein Handy auszüge. Gut. Nächstes Thema ist der Browser. Weil mit dem darf man ja surfen und mit dem arbeiten wir im Web. Wichtigster Punkt ist aktuell halten. Heute war schon wieder eine Meldung, zum Beispiel Chrome. Da hat es heute irgendwie einen Zero-Bug gegeben. Ich habe mir den noch nicht angeschaut, aber jeder empfiehlt, die Software abzudaten, damit der Bug, also den Bug ist gefixt worden und deswegen aktuell halten. Da noch Möglichkeit schauen, dass man Automatisierungen einbaut, dass der Browser sie automatisiert updatet, weil dann vergisst man das nicht. Ich persönlich verwende sehr gerne Adblocker im Browser, einfach damit, dass einmal das meiste JavaScript, was mit einer Werbung kommt, blockiert wird. Bei Add-ons, die was man so dazu baut und die am helfen, Ordnung zu halten, Bildschirmfotos zu machen, Downloads zu machen oder sonst irgendwas, immer wieder ausmisten und schauen, dass man nicht die 10 Jahre alten Add-ons nicht mehr verwendet, beziehungsweise einmal schauen, welche Rechte und was die eigentlich dann, weil vielleicht hat das Add-on schon wieder wer übernommen und macht statt dem, dass das ein nützliches Tool ist, tut es seinen Browserverlauf irgendwem senden oder was ein anderes Tool hat es gegeben, das hat die Session-Tokens ausgelesen.
ist nicht so praktisch, weil mit Session Tokens kann man zum Beispiel YouTube-Accounts übernehmen. Ja, wie schon gesagt, Add-ons updaten. Das sollte nach Möglichkeit automatisiert funktionieren. Das heißt, wenn man irgendwo die Möglichkeit hat im Browser, wenn ihr Add-on aktiviert, sagen, okay, es soll periodisch sich updaten. Es ist sinnvoll aus meiner Sicht, weil erstens einmal werden Bugs gefixt und zweitens irgendwelche Security-Fehler passieren. Und im Browser, wenn man dort Passwörter drin hat, verwendet bitte das Masterpasswort. Ist zwar lästig, man muss es ab und zu eingeben, aber es kann nicht so schnell ausgelesen werden. Ich mache nebenbei noch ein bisschen Systemadministration machen. Die meisten Kunden bei den meisten Kunden komme ich über diese Passwörter auf die Systeme dann drauf. Und ja. E-Mail. So, das nächste große Einfallstor. Ich persönlich verwende am liebsten die Plaintext-Ansicht. Da sehe ich einen Link und sehe, was der Link will. Den Absender überprüfen. Das ist etwas, man kann recht leicht einen Absender spoofen oder einen anderen Namen hinschreiben. Und wer schon einmal eine E-Mail von einem nigerianischen Prinz gesehen hat, der die Millionen unbedingt verteilen will, der hätte sich ja einmal eine eigene Domain leisten können. Also, ja, Links. Wie zuerst schon gesagt, wenn man eine HTML-Ansicht macht oder im Webbrowser ist, schaut euch die Links an, die angeboten werden, ob die wirklich legitim sind, ob die auf die Domain hinzeigen, von dem das E-Mail kommt. Zum Beispiel Bankkonten, also Banken oder Kreditkarten, Auszüge oder sonst irgendwas, wenn man sowas kriegt und legitim ist, ein Kreditkartenauszug kriegt man, da ist ein PDF dran gehängt mit seinem aktuellen Auszug. Das schaut sich legitim aus, wenn es von der richtigen Adresse kommt. Wenn jetzt mal von irgendeiner Bank wieder mal was gekriegt hat und tut das ein Link zum Verifikation seines Online-Kontos, ja, würde ich nicht draufklicken. Anhänge auf Viren überprüfen, klingt irgendwie recht sinnvoll. Das, wenn man selber keinen Virenscanner hat, oder einen nicht so aktuellen oder nicht so richtigen, dann kann man die auch zum Beispiel auf VirusTotal hochladen und dort überprüfen lassen. Aufpassen, da sollten keine persönlichen Inhalte drin sein, weil, ja. Anhänge mit Makros. Also, wenn jetzt gerade im Firmenumfeld passiert das öfters, Excel-Sheets mit irgendwelchen Makros kriege, die nicht öffnen, die Makros nicht aktivieren, außer die Makros sind von eurer Firma signiert. Und wenn das in eurer Firma verwendet wird, dass man irgendwelche Excel-Sheets ausschickt mit Makros, dann die Systemadministratoren fragen, dass die Makros signieren, wenn es schon notwendig ist, oder sonst auf andere Lösungen umschreiben, dass keine Makros herumgeschickt werden. Geräte. Jeder von uns hat wahrscheinlich 1 bis 2 bis 3 Geräte, also Telefon, Laptop, vielleicht nur ein Standcomputer oder Tablet oder sowas. Habt für jedes von diesen Geräten ein eigenes anderes Login und bitte nicht das Geburtsdatum. Geburtsdatum oder die Hauskatze oder eure Freundin oder sonst irgendwas, das sind die Sachen, die was man am schnellsten herausfinden kann. Also ein vernünftiges Passwort oder ein Passcode, das macht durchaus Sinn. Bei iPhones zum Beispiel ist es so, dass man mit dem Passcode dann reinkommt und dann eigentlich alles Mögliche ändern kann, wie E-Mail-Adressen und sonstige Sachen. Hält das Betriebssystem aktuell? Ich weiß, es ist lästig, man will irgendwas an der Uni abgeben oder sonst, oder man hat einen wichtigen anderen Termin. Aber wenn man am Abend, also wenn es das Betriebssystem erinnert und am Abend, wenn man dann
das laufen lässt und über die Nacht aktualisieren lässt, ja, hängt zwar am Strom, aber sonst passiert nicht viel. Und man hat in der Früh ein aktuelles Betriebssystem, das wieder mal irgendwelche Sicherheitslücken geschlossen hat. Es gibt eine Studie, die gesagt hat, dass wenn Microsoft ein Patch-Day macht, nach 6 bis 12 Stunden sind für die wichtigsten Sachen Exploits da. Also das ist ungefähr der Timeframe, was man hat, um seine Systeme aktuell zu halten, wenn man jetzt wirklich gefährdet ist. Und gefährdet kann schon sein, wenn man einen Exchange-Server irgendwo im Netz hängen hat. Und nicht nur das Betriebssystem aktuell halten, auch die Programme, so wie Schreibprogramme und andere Sachen, dazu die bitte updaten. Oder Programmierlibraries updaten. Passiert ab und zu, dass dann die Library oder dass irgendwas sich nicht mehr bauen lässt, aber mit dem muss man leider leben und aktuelle Libraries machen einem dann das Leben schon einfacher. Ja, und meine Empfehlung, ab und zu Programme ausmisten. Das, was man 2010 einmal braucht hat und seitdem nie wieder angegriffen hat, muss man vielleicht nicht installiert lassen, sondern kann es dann, wenn man es wieder braucht, in 10 Jahren oder so wieder installieren. Ja, und das ist etwas, das was mir immer wieder auffällt, in Cafés oder auf der Uni oder auch bei uns am Arbeitsplatz. Sperrt es einem Laptop-Bildschirm beim Verlassen. Damit hilft es schon viel, dass nicht unbefugte Leute erstens einmal einen Inhalt sehen, was gerade sich abspielt, und das Zweite, dass dann irgendein Schabernack mit einem Gerät betreiben. Ein Keylogger ist in 30 Sekunden installiert. Ja. Ein anderer Punkt ist, alles was mobil ist, das heißt alles was ich leicht mitnehmen kann, so wie Laptop, Handy oder sonst irgendwas, schaut, dass die Festplatte verschlüsselt ist. Es gibt mittlerweile bei jedem Betriebssystem einfache Möglichkeiten, wie man das durchführen kann beim Aufsetzen. Und es hilft viel, hat man ausgeschalten, am Flughafen vergessen. Sie können wenigstens nichts anfangen mit den Daten. Genauso mit externen Festplatten. Überall dort, wo ich nicht nur Betriebssystem-Updates oder sonst irgendwas drauf habe, das ist von mir aus das, was ich nicht verschlüsseln muss, aber sobald ich Excel-Listen drauf habe, ein Word-Dokument, irgendwas Persönliches oder auch nur die Möglichkeit ist, dass ich was Persönliches drauflege, verschlüsselt es die Festplatten. Auf externe Festplatten ist so schnell verlegt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Backup. Sehr viele Leute sagen mir, ja, ich habe eh nichts Wichtiges drauf, das ist schon okay. Wenn man die Fotos oder sonst irgendwas verliert, es ist voll lästig. Macht es deswegen von euren Geräten, auch vom Telefon, Backups, weil dann ist das, wenn sie euch gestohlen werden, wenn sie kaputt gehen, ist es zwar ärgerlich, aber man kann es wenigstens ersetzen. Und die Sachen, die einem wirklich wichtig sind, sind meistens ein ideeller Wert und nicht gerade die Hardware. Nächster Punkt ist, keine fremden USB-Sticks verwenden. Also man findet irgendwo auf der Uni, der Straße und sonst irgendwo einen USB-Stick, bitte verwendet. Nicht anstecken, nicht schauen, wem der gehört. Das kann man auf speziellen Geräten machen, auf, was weiß ich, ich habe dafür einen Raspberry Pi, da ist mir wurscht, ob der jetzt gegrillt wird oder nicht. Die Geräte können kaputt werden. Und nicht am Flughafen, da gibt es ab und zu, oder an anderen öffentlichen Stellen gibt es ab und zu so USB-Steckdosen. Diese Steckdosen sind zwar recht praktisch, aber man kann damit auch mehr Unfug betreiben, als einem recht ist. Verwendet einfach ein Ladegerät, irgend sowas. Oder es gibt Datablocker, USB-Sticks, die nur noch die Pins drin haben, für die Ladung zuständig sind. Also das ist die bessere Möglichkeit, als das direkt anzuschließen. Gut.
man lebt ja nicht nur mit dem Laptop und dem Handy so allein, sondern man hat auch noch irgendwo einen Router herumstehen. Netzwerk. Da Firmware aktuell halten. Das, was ich auch immer wieder erlebe, ist, ich finde, wenn ich in einem Heimnetzwerk bin, sehr schnell außer den Router, die Firmware, also Firmware, da meistens ist eh kein Passwort gesetzt. Das heißt, oder wenn ein Passwort gesetzt ist, ist das Passwort oder Admin oder so irgendwas. Also immer so die Standards, die was man sehr, sehr schnell finden kann. Ändert es das, schreibt sich dann das auch auf, dass ihr es geändert habt. Firewall aktivieren. Ganz vernünftig, wenn man ein Gerät hat, einfach einmal schauen, hat das eine Firewall? Wenn es keine Firewall hat, überlegen, ob man sich vielleicht einmal einen Router besorgt mit einer Firewall. Kostet nicht viel und sind recht wertvoll. Schauen, welche Portöffnungen man nach außen hat. Man hat vielleicht irgendein NAS oder sonst irgendwas und das fährt mit dem UPnP-Protokoll zu und öffnet dann ein paar Ports. Mag ich vielleicht nicht haben. Schauen wir mal nach. WLAN. Verschlüsselung einschalten und bitte schauen, dass man die höchstmögliche nimmt. WPA3 ist momentan die aktuelle Variante. WPA2 ist auch schon leicht zum Knacken. Und wenn man NAS oder Server oder sonst irgendwas intern verwendet, dafür gilt das Gleiche wie für einen Laptop. Schaut, dass das aktuell ist vom Betriebssystem. Schaut, dass das nicht unnötige Ports offen hat, dass auf dem Ding auch Firewall läuft. Ja. Meistens werden dann private Daten gespeichert. Ist günstig, wenn man die absperrt. So. Und dann der nächste Punkt, was auch immer mehr kommt, Hausautomation und ähnliche Sachen. IoT-Devices, Smart-Devices, euer Fernseher. Da gilt auch wieder, wie datet sich das Ding ab? Mit wem redet es? Also Kommunikation. Es gibt wunderschöne Fernseher, die reden dann immer mit dem Hersteller und schicken dann auch, weil sie ein Mikrofon haben, dann so Sound-Snippets mit, weil sie mir nur überprüfen wollen, ob der Sound im Raum gut funktioniert. Die sollte man nach Möglichkeit in einem eigenen Netz verwenden. Und bei allen Smart Devices überlegt euch, ob die mit dem Internet kommunizieren müssen. Richtig, also man muss ab und zu schauen, dass man es updaten kann, aber ob es die ganze Zeit mit China, Hongkong, USA oder sonst irgendwas kommunizieren müssen, ist die Frage. Und welche Sensoren haben sie? Zum Beispiel diese Staubsauger, die Staubsaugerroboter haben ab und zu Kameras drin. Wenn die am Abend laufen und bei euch im Schlafzimmer vorbeischauen, weiß ich nicht, was so klasse ist, wenn dann die Bilder überall landen. Oder Mikrofone von Amazon Echo und wie die ganzen Dinge heißen. Soundschnipsel sind einmal schnell aufgenommen und nicht mehr gelöscht. Jo. Gibt's. Also das war so eine grobe Übersicht über alles das, was man sich einmal anschauen sollte. Sich auf Privacy anschauen. Also will ich, dass das so kommuniziert? Will ich, dass das Daten nach außen trägt? Man braucht nicht unbedingt paranoid werden, aber wenn man auch gesunden Menschenverstand benutzt und seine Sachen aktuell hält, dann lebt man, glaube ich, ganz sicher. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich im Anschluss gern zur Verfügung.